Ich hole mir jetzt meine Sachen nämlich schnell und dann. So macht ihr das, Leute. Trick 18. Und jetzt hier, ne? Schnell. Take all. Und Bein in die Hand. Ich bin wieder am Start. Ich bin zwar nackt, aber ich bin wieder am Start. Zu geil. Ich bin noch gar nicht so weit weg von der Base. Also ich bin 2 Minuten da. Das heißt, der Kano ist nicht so weit weg. Ich weiß noch nicht, ob der Kano gegen den Triceratops gewinnt. Das ist immer unterschiedlich. Ich weiß es nicht genau. Das Problem ist, ich war noch ein Skorpion auf dem Weg und ich weiß nicht, ob mich jetzt irgendwas verfolgt gerade. Ich gebe mal Vollgas, ohne mich umzudrehen. Alter. Ich habe meine Sachen aber wieder, ne? Was macht man das? Das sagst du ja als alter Jäger. Ich verfolge nichts. Okay, dann kann ich schnell meine Sachen jetzt anziehen. So. Kotstück, was rennt. Ja, nee, ist alles gut. Und ich habe sogar das Fleisch gerettet. Ne? Gibt's erstmal einen Pfiff drauf? Ich habe 50 Fleisch gerettet. Und 60 Leder. Oh, Sache. Ja. Also wenn jetzt nicht noch ein T-Rex auf den Weg kommt, dann schaffe ich es nach Hause, liebe Leute. Ne? Und jetzt so 3 T-Rex an der Base. Ja, bloß nicht. Aber, ich dachte, ich krieg den Kano wenigstens mit den Speeren. Aber ich habe ihn gut gehittet, ich glaube, ich habe ihn 3 oder 4 Mal locker gehittet. Ja, aber hier der T-Rex ist... T-Rex schaffst du nicht alleine. Ja, größer als der Kano. Der ist größer, ja. Der ist fast doppelt so groß. Hier. Ja. Also fast. Wollte ich schon sagen, so klein ist der doch gar nicht. Der T-Rex ist ein bisschen breiter auf jeden Fall und ein bisschen größer. Ja. Ist nicht so super viel, also, ne? Packen Triceratops auf den Kano rauf und dann hast du ungefähr die Größe. Doppelt so groß vielleicht wie hier so ein Trike halt. Hier so ein. Stego. Oh, hast du es geschafft? Ja. Ja, und ich bin jetzt auch in der Base. Jetzt bin ich wieder auf den Server geflogen. Was? Oh Mann. Naja, bis zum spätesten nächsten Stream werden wir es ja beheben, oder? Nachher. Ja, ich glaube schon. So, jetzt kriegen erstmal unsere Dinger hier was zu fressen. Ich konnte alles sehen, konnte mich nicht bewegen. Puff, weg. Wir mal hoffen, dass es jetzt schneller funktioniert. Oh, bei mir stehst du jetzt wieder hier. Ja, ich bin auch gerade wieder am Connecten. Achso. Ja. Ich hatte mich ja vorhin beschwert, dass ich für das eine Spiel, dass mir 9 Cent fehlen, ne? Ja. Ich hab jetzt vorhin, dann haben wir gedacht, hey komm, noch läuft das Angebot, also... Verkaufst du Skin. Genau, hab ich einen CSGO Waffenskin verkauft, hab ihn zum Verkauf gestellt, keine 10 Sekunden später war das Geld da. Na, siehst du. Yeah, jetzt kann ich mich bewegen und ja, sehr gut. Yeah, yeah, yeah. Oh, ja, da. Boah, Alter, wir haben so viel Fleisch jetzt, das ist gut. What the fuck, meine Beine. Also, soll ich rohes Fleisch aufheben? Ich heb mal rohes Fleisch auf, oder? Ja, ich pack mal alles rein, genau. Meine Beine sind irgendwie lange Sprinterbeine geworden. Was hast du damit gemacht? Meine Metallsachen sind immer noch da. Aber mir hat die einer rausgenommen. So. Steffi. Nee, ich nicht. Ja? Ich brauche jetzt 4 Metall-Ignits, 1 Wood und 5 Hide, um meine Hatchet wieder zu machen. Dank dir. Warum dank mir? Weil du die benutzt hast. Hat er sie benutzt? Ja, wer hat denn meine Hatchet benutzt? Ich weiß nicht. Ja, meine Metall-Hatchet. Wieso sollte ich deine Metall-Hatchet verwenden? Weil darum. Ich habe doch selbst eine Hatchet. Ja, war ein Stein. Ja und? Okay. Komm damit zurecht. Passiert halt. Hauptsache mal mir die Schuld geben, ne? Ja. Wieder typisch. Was man benutzen hat, ist die Metal Pick, aber die Metal Satchel würde ich auch. Aber jetzt bin ich eben nochmal kurz weg. Mach das. Bis gleich. Und ich schau gerade mal auf die Uhr, der Stream ist auch gleich schon fast vorbei. Ja, Mira, du sollst öfter in den Chat kommen, dann sind immer Dodos da, ja. So, trinken müssen, wie sagt er.
Ja, dann werden wir das auch mal tun. Ja, und wenn euch Ark natürlich gefällt, liebe Leute auch bei YouTube, ne, lasst es mich immer gerne wissen mit einem Daumen hoch oder einem netten Kommentar. Ne, dann mache ich natürlich mehr Streams und mehr Videos bei YouTube davon auf jeden Fall. Ne, sollte ich natürlich immer wissen. Ja, wir haben jetzt jede Menge auch schon geschafft, wieder an Essen und Fleisch und sowas halt, und unsere Base wird auch immer ein bisschen größer jetzt langsam hier. Ne, jemand hat es ja schon von außen angestrichen. Ja, und zack wird das natürlich, das Feuer geht aus. Gerade sagt jeder, wir schaffen was. So, 18 Holz habe ich nur noch. Oh man. So, Dünger haben wir noch, den müssen wir noch verteilen. Bei den gelben Beeren hier. Ah, das sind Narcoberries und das sind hier. Ah, Zitronal. Ist eigentlich genug da sein. Was? Holz. Okay. Mal gucken, ob du da zwei Schränke reinstellen kannst. Ja, ich sortiere noch eben mal mein Kram aus und dann wende ich den Stream. Ne, und dann können wir sehen, dass wir schon mal vorbereiten. Was okay. Tolles. So, warte mal, was wollte ich denn jetzt hier noch reinpacken? Die wollte ich reinpacken. So. Halt auf jeden Fall rein. Obwohl, ein bisschen was brauche ich immer für meine Sachen zum Operieren. Da reicht aber locker 14 Stück für. So, Bären packe ich gleich mal in die Viecher rein. Dann das hier noch. So. Genau. Zack. Können wir auch gleich dann wieder craften, wieder neue. Drugs. 2 Stück. So, dann noch die Bären. Ach, du bist mit dem Hambi unterwegs, ne? Ja, ich komme zurück gerade. Okay. Sehr gut. Dann die hier rein, das hier rein. Und wenn du diese Stimberries verführt hast, dann sind das wie so ein Energy Drink für die, ne? Das ist total also, lustig. Ja. Na, wenn also, bräuchte nur Holz für das Feuer. Stimberries, die musst du haben. Also wenn du mit Raptoren unterwegs bist, ne? Hm. Und du kämpfst viel mit Raptoren, die werden relativ schnell, so hier, die werden so betäubt, so dizzy werden die. Ah, okay. Musst du halt denen die Stimbeeren reindrücken. Ja, ja. Geht das weg. Hier war gerade so ein Flugsaurier. wollte uns besuchen, oder was? Ja, der stand hier direkt vor mir. Hast du mal so, so einen Adler gesehen? Mhm. Ja, die können einen auch greifen und so, ne? Ja. Was ist eigentlich mit dem Brontosaurus, ey? Das kann man essen. Das kann man essen, ja mal. Lass mal. Das heißt 17 Tage da in dem Kühlschrank, ne? Ja, ich glaube schon, irgendwie so. Oder 17 Stunden. Tage, 21 Stunden. Ah ne, ja. Ja, das so. Können wir dabei lernen. Genau, ich wollte gerade sagen, damit würde ich sagen, danke die alle, die zugeschaut haben, danke an alle Follower. Und ja, wir sehen uns übermorgen wieder, am Mittwoch, ne, um 15 Uhr auch wieder. Ne, dort machen wir wahrscheinlich ein bisschen länger als wir heute. Da kommt ein... Oh. Aber, was? Ich wollte gerade sagen, da kommt ein Hambi angerannt. Aber. Und in dem Sinne, ne, wenn euch das gefallen hat, lasst mich das gerne wissen. Na, dann machen wir natürlich mehr davon, beziehungsweise ich mehr davon. Ne, natürlich mit den Leuten werde ich jetzt oder so spielen, also von da aus an, denen macht das nichts aus. Ne, aber wenn ihr natürlich Bock habt mitzuspielen, lasst uns das auch wissen. Und ja, das war's erstmal von mir. Ne, danke fürs Zuschauen und bis zum Übermorgen. Ne? Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.